Mein Name ist Tanja Heineken und ich arbeite als technische Angestellte bei Vermögen und Bau im Amt Pforzheim und da noch speziell in der Dienststelle des Klosters Maulbronn. Und studiert habe ich also Architektur und dann Denkmalpflege, und das passt hier ganz gut zusammen, weil wir eben nur für dieses Kloster Maulbronn zuständig sind. Tägliche Aufgaben sind vor allen Dingen der ständige Bauunterhalt, also kleinere Reparaturen in Wohnungen. Diese gesamte Anlage besteht aus ungefähr 37 Häusern oder Hausnummern, von denen die meisten dem Land gehören, und deshalb sind wir auch dafür zuständig. Und da gibt es immer wieder irgendwelche Dinge, dass Dachziegel gerutscht sind, dass irgendwo an irgendwelchen Anschlüssen was nicht stimmt, ob es jetzt mit Wasser oder Strom zu tun hat. Diese Anlage, die steht unter einem besonderen Denkmalschutz, und da haben wir viele größere Aufgaben dann, also größere Baumaßnahmen, die eine lange Vorlaufzeit brauchen, um geplant zu werden und dann auch natürlich durchgeführt zu werden. Noch bevor man an ein Gebäude rangeht, egal wie gut man geplant hat vorher, konnte man nicht alles erfassen. Also zum Beispiel gerade im Dach gibt es immer Punkte, die man vorher nicht einsehen konnte. Das heißt, man weiß, wenn man dann an die Arbeiten geht, nie genau, ist es auch so, wie man es geplant hat, oder muss man nicht doch nochmal die Planung umändern. Ja, das erfordert dann einfach eine besondere Vorsicht von uns einerseits und dann auch von den Firmen. Das beruht dann auch auf einem Vertrauen gegenseitig, dass keiner irgendetwas einfach macht. Und dann eben wieder diese Abstimmung mit der Landesdenkmalpflege, dass man wirklich keinen Schaden dem Kloster oder dieser Originalsubstanz, die wir in den meisten Fällen haben, eben zufügt. Also wenn etwas schief gehen sollte, dann ist dieser Verlust nicht nur materiell, sondern automatisch auch kulturell. Das heißt, ein Loch in der Wand ist nicht nur das Loch in der Wand, sondern wir verlieren dann die Informationen, die zum Beispiel auf Stein, also die Steinoberflächen uns geben, über Bearbeitungsspuren oder irgendwelche Einritzungen, über Farbreste. Und so ist es auch im Dach ganz genauso. Und solche Schäden können einfach nicht wieder rückgängig gemacht werden. Und das würde ich als die größte Herausforderung bezeichnen. Freude bereitet mir vor allen Dingen an diesem Beruf, dass man sich eben mit der Instandhaltung von solchen historischen Gebäuden auseinandersetzen kann, dass man sich mit der Geschichte auseinandersetzen kann, dass man eben diese Vielfältigkeit hat an verschiedenen Berufen, mit denen man in Kontakt kommt. Das heißt, man lernt ständig dazu, und dieses Fachwissen, das muss auch in jedes einzelne Projekt mit einfließen. Und dann ist es natürlich auch die Atmosphäre hier. Also so einen Arbeitsplatz hat sicherlich nicht jeder. Für mich ist die Arbeit im öffentlichen Dienst oder der Reiz daran, gerade an solchen Objekten wie zum Beispiel dem Kloster Maulbronn arbeiten zu können, da dem Land ja nicht nur das Kloster Maulbronn, sondern viele historische Gebäude oder besondere Anlagen, Schlösser, Krankenhäuser. Es gibt ja eine Vielzahl von landeseigenen Gebäuden, die betreut werden müssen. Und das ist gerade der Reiz, dass man an solchen besonderen Gebäuden arbeiten kann und sich in besonderen Fällen dann auch wirklich intensiv damit auseinandersetzen darf, ohne immer von einem zum nächsten Objekt zu wandern, wie es zum Beispiel in einem normalen Architekturbüro der Fall wäre.